oben. Also falls ihr Bock habt, ein richtig fettes, großes Paket zu gewinnen. Fettes und großes passt irgendwie jetzt gerade nicht zusammen, aber ihr wisst, was ich meine. Ein großes Paket, dann schaut unten in die Infobox. Und wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß. Nicht so viel drumherum quatschen, Heidi, einfach loslegen. Und zwar... Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es wieder ein Drogerie-Neuheiten-Video für euch. Es hat sich einiges angesammelt, einige Schätze, die ihr eben in der Drogerie neu kaufen könnt. Die werde ich euch heute in diesem Video zeigen und es wäre natürlich kein Drogerie-Neuheiten-Video von der Heidi, wenn es keine fette Verlosung geben würde. Ihr wisst Bescheid, ich schreibe es nie in die Überschrift bzw. auch nie ins Thumbnail. Jeder, der mich kennt, der weiß auch warum. Also falls ihr Bock habt, ein richtig fettes Paket zu gewinnen, dann schaut jetzt auf jeden Fall das Video und schaut dann im Anschluss mal unten in die Infobox. Da steht drin, was ihr dazu alles tun solltet, um dieses Paket zu gewinnen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt ins Video. Ich zeige euch die Neuheiten. Und zwar zeige ich euch eine Maske von Garnier. Ich habe sie schon verwendet. Diese Tuchmaske Hydra Bomb nennt sie sich und ich finde die sowas von genial. Ja, ich habe die aufgetragen, kurz bevor ich zu einem Dreh gefahren bin. Ich habe irgendwie danach total frisch ausgesehen, dachte mir noch so, wow, für das, dass du nicht so viel geschlafen hast, passt es eigentlich ganz gut. Also ich war wirklich total überrascht. Ich habe sehr wenig geschlafen und die hat mir unglaublich viel Feuchtigkeit gespendet. Ich konnte mein Make-up danach sehr, sehr gut auftragen, also da gab es überhaupt keine Probleme. Und die kann ich euch wirklich empfehlen. Das Einzige bei diesen Tuchmasken ist halt bei mir, also das Problem, dass ja, mein Gesicht natürlich nicht dazu passt, aber das wäre zu viel verlangt von den Firmen, wenn die wirklich zu jedem Gesicht die passende Maske machen würden. Also bei mir steht es dann halt überall ab oder steht halt drüber. Das ist ja jetzt kein Problem. Hier steht zwar für jede Gesichtsform, aber... das kann ich jetzt nicht wirklich unterschreiben. Ich mag sie sehr gerne mit dem Überschüssigen, also was dann noch auf meiner Haut ist, auf meinem Gesicht, das trage ich mir dann noch so hier so runter, auf mein Dekolleté, auch das, was noch auf der Maske drauf ist sozusagen, das trage ich mir auch nochmal hier auf, da bin ich halt so ein bisschen komisch, aber gut, das ist so. Es sind ja zwei Tücher, ein hellblaues und ein weißes, also das Weiße ist quasi das Tuch und das andere dient nur als Schutz, damit eben das Produkt nicht in der Verpackung hängen bleibt. Ihr zieht euch das ab und dann tragt ihr euch das eben aufs Gesicht auf. Ich habe mir dann dazu noch diese hier gekauft. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die neu ist, also steht nicht neu drauf. Aber für mich neu, da ich sie noch nie verwendet habe. Ich habe nur diese blaue Version und mit der bin ich ja auch sehr zufrieden. 1,95 € finde ich ist schon sehr viel Geld für so eine Maske. Ich verwende die ja immer für besondere Zwecke sozusagen, aber ich liebe ja Masken und deshalb ja, bin ich da immer ausgerüstet. Hier steht jetzt noch Grünteeextrakt, Hyaluronsäure und feuchtigkeitsspendendes Serum. Alles, was die Heidi liebt. Dann gibt es neue Produkte von Balea und zwar eine LE, die Oktoberfest LE. Das war auch eine Aufgabe der Challenge in meinem Live-DM-Haul, den ich mit Max abgedreht habe. Es war so, so lustig. Wir haben uns so kaputt gelacht, Leute. Das Video dazu kann ich euch gerne mal unten in die Infobox verlinken. Also wenn ich mit Max unterwegs bin, ja, hallo Falten. Danke, Max. Lachfalten. Ja, also zurück zur Oktoberfest LE. Ich habe mir diese Handcreme hier mitgenommen und diesen Zopfbalsam hier. Diesen hier habe ich noch nicht verwendet, werde ich euch aber dann auch definitiv sagen, wie ich ihn finde. Diese Handcreme ist sehr, sehr gut. Sie duftet gut. Ich habe sie in der Handtasche. Das war nämlich eben auch Teil der Challenge und das wollte ich euch heute in diesem Video auch zeigen. Dann gibt es Neuigkeiten im Hause Maybelline und zwar diese wunderschönen Produkte. Die habe ich euch auch in meiner Live-Haul-Challenge gezeigt, also den Aufsteller dazu, habe euch gesagt, wie unfassbar schön das Packaging ist. Also falls ihr mal davor steht, schaut euch bitte mal dieses Produkt an. Es ist der absolute Wahnsinn, ja. Also das Paket kam an und ich war nur so, wow, wie schön ist das bitte. Aber natürlich zählt nicht nur das Packaging, ganz klar, es zählt, was darin enthalten ist. Und da muss ich sagen, bin ich auch sehr, sehr zufrieden. Ich habe mir vorhin diese Farbe hier auch nochmal aufgetragen. Ich hatte nämlich was mit den Wimpern gemacht, das seht ihr gleich im Anschluss noch. Und da trage ich eben diesen Lippenstift hier. Das ist die 45 aus dieser Superstay Matte Ink Reihe. Und die versprechen 100% matt. Und das kann ich bestätigen. Was die versprechen, halten sie auch. Dazu dann später auch nochmal mehr zum Gewinnerpaket. Da habe ich nämlich dann auch ein paar Farben noch für euch. Und da könnt ihr euch wirklich drauf freuen. Schaut sie euch mal an. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Machen wir weiter mit Produkten von L'Oréal. Da gibt es nämlich auch vier neue Farben in der matten Version. Und zwar sehen die so aus. Ich hatte euch schon mal die normale Version gezeigt.
fand die auch richtig gut. Die Farbauswahl ist halt der absolute Wahnsinn. Also da ist wirklich für jeden was dabei. Und wenn ihr auf matte Lippenstifte steht, kann ich euch die auch wirklich ans Herz legen. Ich finde, man kann die super gut auftragen. Dadurch, dass der Applikator wirklich auch nochmal so abgeschrägt ist, könnt ihr da wirklich ohne Probleme das Ganze auftragen. Der Duft ist einfach unglaublich. Also falls ihr mal davor steht vor dem Aufsteller, riecht mal daran, das ist wirklich unglaublich und auch der Halt bei diesen hier ist wirklich sehr, sehr gut. Also das würde ich nicht sagen, wenn es nicht so ist. Ihr wisst, ich bin immer ehrlich mit euch. Ja, wahrscheinlich manchmal ein bisschen zu ehrlich. Machen wir weiter mit Trend It Up und zwar wird es da eine neue Serie geben für die Hände bzw. für die Fingernägel und zwar hier zum einen dieses Handpeeling. Ich habe mir das vorhin aufgetragen und was soll ich sagen, ich war so begeistert, weil ich liebe ja Peeling, also jetzt speziell fürs Gesicht, aber da gibt es auch so viele verschiedene und manchmal sind diese Peelingkörner so groß und so grob und so hart, dass sie auch wirklich wehtun. Und das ist bei den Händen nicht anders, also da muss man auch wirklich sehr vorsichtig sein. Aber diese Peeling-Körner, die sind wirklich sehr, sehr fein und die sind nämlich aus Reispartikeln. Ich habe es nämlich dann nochmal durchgelesen, dachte mir so, wow, das ist total angenehm auf der Haut. Und meine Haut hat danach total gut gerochen und die war auch sehr gepflegt. Und das liegt daran, dass da eben Shea Butter enthalten ist und Kokosnussöl. Und das erklärt natürlich einiges. Also ich kann es euch wirklich empfehlen, ich kann es euch ans Herz legen, schaut euch das Produkt mal an. Es ist auch wichtig, dass ihr ab und an mal eure Hände peelt, damit eben die alten Hautschüppchen abgetragen werden und die werden dann eben durch diese Shea Butter und das Kokosnussöl dann gepflegt, die Hände, und da seid ihr einfach auf der sicheren Seite. Dann gibt es eben aus dieser Touch and Care Reihe, ich meine es wäre eine LE, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, aber es ist mit Sicherheit eine LE, diese Feile hier, die sieht so aus. Und dann habe ich noch was für die Fingernägel und zwar habe ich einmal diese drei Nagellacke hier. Die sind eher in so einem Pastellton und die finde ich eben auch sehr, sehr schön für jemanden, der jetzt eben auf eher einen natürlichen Look steht, ne? Einen dezenten Look, der eben nicht so auffällig ist. Da seid ihr auf jeden Fall mit diesen drei Farben sehr gut bedient. Es ist so, dass ihr das mit einer Schicht nicht deckend hinbekommt. Ich habe es ausprobiert. Ihr müsstet zwei Schichten auftragen oder wenn ihr eben wirklich auf einem ganz dezenten Look steht, eure Fingernägel einfach nur pflegen wollt und das Ganze dezent aussehen lassen wollt, dann seid ihr mit diesen Nagellacken hier auf jeden Fall sehr gut bedient aus dieser Touch and Care Reihe. Und dann habe ich hier noch ein Nagelöl, das sieht so aus, das habe ich auch schon aufgetragen. Ich stehe auf so Produkte abends, wenn ich einfach auf der Couch liege, trage ich mir das auf und bin einfach total zufrieden. Dazu habe ich dann noch den Nile Whitener eben aus dieser Reihe und den habe ich jetzt noch nicht getestet, aber somit hättet ihr dann eben die ganze Serie. Es gibt weiter Neues aus dem Hause L'Oreal und zwar für die Haare, für widerspenstiges Haar und das habe ich definitiv, also das werde ich sicher testen und zwar nennt sich das Ganze Pure Smooth Reihe und zwar habe ich hier einmal die Spülung und einmal das Shampoo. Das ist jetzt ohne Sulfate steht hier und wie gesagt für widerspenstiges bzw. störrisches Haar. Also das könnt ihr euch auf jeden Fall auch mal anschauen, wenn ihr auch solche Haare habt. Fummel ich auch die ganze Zeit daran rum, weil die sich echt ständig irgendwie in alle Himmelsrichtungen verabschieden. Und das wollen wir ja nicht für das Video. Machen wir weiter mit L'Oreal und zwar habe ich mir eine neue Mascara gekauft, die es jetzt eben auch ganz neu gibt. Das habt ihr vielleicht auch in meinem Live-DM-Haul gesehen. Das war nämlich Aufgabe, ich sollte mir eben die Mascara kaufen und ich war sehr gespannt drauf, weil ich schon die Pressemitteilung gelesen hatte und dachte mir so, wow, die verspricht ja so einiges. 10,95 € habe ich, glaube ich, dafür bezahlt oder 11,95 €, bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Jedenfalls blende ich euch jetzt mal ein, wie meine Wimpern vorher aussehen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben mit der Mascara in einer Schicht. Und ich kann euch sagen, dass ich seitdem nur noch diese Mascara verwende. Und ich finde, man kann wirklich einen deutlichen Unterschied sehen, eben zu dem einen Auge, das nicht getuscht ist, und zu dem anderen Auge. Ich habe jetzt hier nur eine Schicht aufgetragen. Und diese Mascara, die trennt die Wimpern wirklich unglaublich gut. Die gibt dem Ganzen wirklich ein wahnsinniges Volumen. Meine Wimpern stoßen immer oben an, also das habe ich eigentlich auch echt eher selten. Man hat so einen falschen Wimpern-Effekt, wie ich finde. Also ich bin total begeistert. Ich trage ja wirklich sehr, sehr oft und sehr gerne einen Eyeliner-Strich. Also es gehört irgendwie zu meiner Routine, zu meiner Make-up-Routine. Und seitdem ich diese Mascara habe, trage ich keinen Eyeliner mehr. Also vielleicht ist es euch aufgefallen. Ich finde, die macht einfach
so ein strahlendes Aussehen. Die ist wirklich der absolute Wahnsinn. Und ich habe auch eine zugeschickt bekommen von L'Oreal. Das wusste ich natürlich nicht. Also ich kann ja nicht davon ausgehen, dass ich ständig alles zugeschickt bekomme. Warum auch? Aber ich habe mich natürlich wahnsinnig gefreut, dass ich eine eben zugeschickt bekommen habe. Eine habe ich mir selbst gekauft und die kann ich euch wirklich empfehlen. Also schaut euch das unbedingt an. Aus dieser Reihe gibt es weitere Produkte und zwar drei Farben für die Augenbrauen. Schaut euch bitte das Packaging an. Der Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. Also bei der hier, bei der Mascara habe ich erst so gedacht, naja, also das Packaging ist ja jetzt nicht so, ne? Ich stehe halt auf sowas, ne? Was soll ich sagen? Natürlich kommt es nicht aufs Packaging drauf an. Das weiß ich schon auch, aber schaut euch bitte diese Verpackung an. Diesem Rose Gold, sehr viel Rosa, sehr viel Gold, ich stehe drauf. Dieses Produkt hier, das hatte ich euch auch schon in meinem Vlog, glaube ich, gezeigt oder in einem anderen Video. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, welches. Jedenfalls war ich da auch im DM mit euch und habe euch gezeigt, nee, das war auf Snapchat. So war es. Auf Snapchat habe ich euch gezeigt, dass es dieses Produkt hier eben auch neu aus dieser Serie geben wird. Es ist für die Augenbrauen genug drumherum gequatscht. Ich war mir eben nicht sicher, ob ich es mitnehmen soll wegen der Farbe. Es gibt drei verschiedene Farben, zwei passen mir definitiv nicht. Deshalb wandern die auch ins Gewinnerpaket eben für euch. Ich denke, dass die dunkelste Farbe mir trotzdem noch zu hell ist. Ich werde es aber auf jeden Fall testen. Ihr habt hier noch einen Pinsel dabei. Das gab es auch mal von Trend It Up, meine ich. Da habe ich euch aber auch gesagt, dass ich das nicht mag. Also irgendwie sind die Pinsel nix. Aber mal schauen, was L'Oreal da so drauf hat. Aber wir werden sehen. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Dann gibt es eben auch noch was für die Augen. Und zwar, um den Eyeliner zu ziehen. Ein Eyelinerstrich, hier ein Kajal. Allerdings ja, muss ich sagen, dass ich bei der Form immer so ein bisschen skeptisch bin. Ja? Weil ich mir immer denke, naja, hier vorne, das trägt sich ja ab. Also wir verwenden das ja und dann wird es ja hinten immer dicker und breiter, wie soll man sich das Ganze dann auftragen. Aber ich werde es probieren und werde es definitiv bis zu dem Punkt auftragen, verwenden und dann werde ich euch sagen, wie es weitergeht. Ihr wisst, ich bin immer ehrlich. So, dann machen wir weiter mit Blush, eben auch aus dem Hause L'Oreal. Da gibt es diese Palette hier, die ist ganz neu. Ich finde es richtig schön, dass es eben mehrere Farben in einer Palette gibt, die man dann eben auch mitnehmen kann. Wenn man viel auf Reisen ist, viel unterwegs ist, ist es schön, wenn man alle Farben eben zusammen hat und auch zu Hause natürlich, ne? Wenn einfach ja, auf dem Schminktisch nicht so viele Pöttchen stehen, sondern nur eine Palette. Ich kann euch noch nicht so viel darüber sagen, denn ich habe sie noch gar nicht verwendet, aber ich wollte sie euch eben definitiv zeigen. Ganz viele tolle Farben, mal schauen, welche meine Lieblingsfarbe wird, auch darüber werde ich euch weiter auf dem Laufenden halten. Dann habe ich noch zwei Produkte eben auch für die Wangen, ein Rouge, also ein Blush. Hier in diesen zwei Farben, allerdings diese Farbe hier, die wird definitiv ins Gewinnerpaket wandern, weil es nicht meine Farbe ist, aber dennoch ist es ein gutes Produkt. Ich hatte nämlich einen Kommentar, der war nicht so schön, irgendwie so von wegen, ja, ich krieg's jetzt gar nicht mehr zusammen, aber auf jeden Fall irgendwie, ja, du verschenkst wahrscheinlich die Sachen, die dir ja gar nicht gefallen oder die nicht gut sind. Es sind alle Produkte gut, die ich verlose, die ich verschenke. Es ist alles unbenutzt und wahrscheinlich habe ich das Ganze doppelt oder die Farbe passt eben nicht zu mir. Ganz einfach. Das fand ich sehr gemein, diesen Kommentar. Aber gut, lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Diesen hier werde ich definitiv verwenden. Die Farbe gefällt mir auch sehr gut und wird das die Bella. Ja, hallo. Ja, hallo, meine kleine verletzte Bella. Bella war verletzt, ne? Das hat sie sich hingelegt. So. Also zurück zum Blush, hier wie gesagt diesen High Impact Stick, den könnt ihr euch eben so schön auftragen, riecht unheimlich gut. Falls ihr mal vor der Theke steht, dann müsst ihr auch daran unbedingt riechen. Na Bella. Dann machen wir weiter mit Foundation und zwar kam der Postbote und oh mein Gott, ich war völlig überwältigt. Drei Pakete mit 29 Nuancen einer Foundation eben von L'Oreal. Wer meine Vlogs schaut, der weiß, wie überrascht ich war und wie glücklich. Und ich habe euch da auch versprochen, dass der größte Teil natürlich an euch geht. Was will ich mit so viel Foundation? Ich pick mir natürlich meine Farbe raus und der Rest geht dann an euch. Und zwar spreche ich gerade von dieser Perfect Match Foundation eben, die sich dem Hautton anpasst. Also hier steht Hautton anpassendes Make-up. Verschmilzt perfekt mit der Farbe und der Struktur der eigenen Haut. Der Wahnsinn. Also hier, wenn ihr so das mal so in die Hand nehmt, seht ihr,
diese goldenen Schimmerpartikel. Das sorgt natürlich für einen frischen Teint. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr dann aussieht wie eine Disco-Kugel, gar nicht, und glänzt, sondern das macht das Ganze natürlich zu einem strahlenden und zu einem ganz frischen Look. Also mir gefällt sie total gut. Ich habe jetzt diese Farbe hier, und zwar habe ich mich für die 3D Beige Door Golden Beige entschieden. Es gibt W, D und C. Allerdings muss ich da noch so ein bisschen durchblicken. Ganz, ganz viele verschiedene. Also da wird definitiv jede Frau die passende Farbe an Foundation finden. Da bin ich mir total sicher. Und wie gesagt, ich habe sie jetzt verwendet. Ich finde sie von der Konsistenz genau richtig. Die ist mir nicht zu dickflüssig und auch nicht zu dünn, also zu wässrig, sondern perfekt. Also die ist wirklich perfekt. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil sie mir zugeschickt wurde. Das wisst ihr auch, ich bin immer ehrlich mit euch. Diese hier zum Beispiel von Maybelline wurde mir auch zugeschickt. Also diese Version hier. Zum einen ist sie mir viel zu hell gewesen. 30 Sand habe ich jetzt hier. Und die ist jetzt von der Konsistenz viel dicker. Das sieht bei mir maskenhaft aus und sie betont dann auch meine Fältchen. Und das will natürlich keine Frau. Ich habe sie dann gemischt mit dieser Foundation hier, diese Glam Beige von L'Oreal. Da ging es ganz gut. Vom Farbton her habe ich das Ganze dann eben aufgebessert mit einem Bronzer bzw. mit meinem Puder. Aber wie gesagt, rein von der Konsistenz her finde ich die von Maybelline eben zu dickflüssig und deshalb gefällt sie mir nicht so gut, abgesehen von der Farbe. Ich werde vielleicht mal schauen, dass ich mir den richtigen Farbton kaufe und dann weiter teste. Ich möchte einfach nicht nach 2-3 Mal sagen, die ist total schlecht, sondern ich werde meinen Test weiter durchführen. Aber jetzt werde ich mich definitiv erstmal mit der von L'Oreal austoben. Ich bin, also wie gesagt, schwer begeistert und die könnt ihr euch definitiv mal anschauen. So, meine Lieben, das war es jetzt also soweit von mir aus meinem Drogerie-Neuheiten-Video. Ich hoffe, dass vielleicht eine kleine Inspiration für euch dabei war. Jetzt wisst ihr Bescheid. Jetzt könnt ihr losgehen zum DM, Rossmann oder Müller, wohin auch immer, in welche Drogerie. Jetzt zeige ich euch natürlich, wie versprochen, noch das Gewinnerpaket. Also ich stelle euch da was Schönes zusammen. 3 von euch können gewinnen. Schaut, wie gesagt, dazu mal unten in die Infobox. Da stehen alle Teilnahmebedingungen und natürlich würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr bei meinen beiden letzten Videos mal vorbeischaut und keine Videos mehr verpasst, indem ihr meinen Kanal kostenlos abonniert. Jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!